طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا beginnen mit dem Namen Allahs, Allahs Segen und Barmherzigkeit an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, erst einmal danken wir Allah tabaraka wa ta'ala, dass er uns wieder einmal in einem seiner Häuser zu Gast aufgenommen hat. Und wir bitten ihn tabaraka wa ta'ala darum, dass dies nicht das letzte Mal sein wird. Wir danken Allah azza wa jal für den Islam, für den Iman und für das nützliche Wissen, das er uns gegeben hat und bitten darum, dass er dieses nützliche Wissen vermehrt und segnet. Und heute, inshallah ta'ala, wollen wir uns wieder einmal treffen, um Allahs zu gedenken für eine gewisse Anzahl an Stunden und Tagen. Das heutige Thema des Seminars ist, wie bereits angekündigt, der Glaube an die Engel. Nachdem wir zuvor im letzten Seminar über den Glauben an Allah tabaraka wa ta'ala gesprochen haben. Der Glaube oder der Iman ist für uns in unserem Leben wie der Motor, der uns dazu bringt und bewegt, Gutes zu tun. Umso wichtiger ist es, dass man sich mit dem beschäftigt, was man im Herzen hat, das Herz sauber hält und rein hält, damit, wenn es die Worte Allahs und seines Propheten sallallahu alaihi wasallam hört, über irgendetwas, über den Glauben, damit das Herz sofort bereit ist, diesen Glauben ins Herz aufzunehmen. Und das erkennst du daran, dass du einen Vers im Koran liest oder einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam hörst und du ihn, sobald du weißt, dass der Prophet ihn gesprochen hat, ihn sofort in dein Herz aufnimmst, ohne Wenn und Aber. Das bedeutet, dass dein Herz dafür bereit ist und rein ist und sauber ist. Der Glaube an Allah, der die erste Säule des Iman darstellt, ihr folgt der Glaube an die Engel. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns einiges über die Engel mitgeteilt, sowohl in seinem Buch als auch über seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jeder von uns wäre kein Gläubiger, wenn er nicht an diese Säule glauben würde. Aber der Glaube eines jeden von uns ist nicht genauso wie der Glaube eines anderen. Unsere Glauben unterscheiden sich. Sie unterscheiden sich in der Qualität. Je mehr du über Allah und seine Engel Bescheid weißt, desto mehr Iman hast du in deinem Herzen. Und je weniger du darüber Bescheid weißt und du weißt einfach nur, der Glaube an die Engel ist einfach, wir glauben an irgendwelche Wesen, die wir nicht kennen, vielleicht nicht sehen können. Vielleicht kennen wir davon Jibril a.s. Und das war's dann auch schon. Der Glaube einer solchen Person kann niemals so stark und intensiv sein und so gefestigt und fest verankert im Herzen sein, wie der Glaube eines Menschen, der viel mehr Informationen hat über diese unsichtbaren Wesen. Der Vorteil, dass man so ein Thema wie den Iman an die Engel komprimiert behandelt, ist, dass man alle verschiedenen oder sehr viele, nicht alle natürlich, aber sehr viele Berichte über sie erfährt, um einen besseren Eindruck zu bekommen über diese Welt. Und wir werden sehen, bi'idhnillah azza wa jal, wie dies unseren Glauben stärkt an sie. Und nicht nur unseren Glauben an sie, sondern auch unsere falschen Vorstellungen über die Engel korrigiert. Und ganz wichtig auch, unsere Liebe für die Engel stärkt. Diesbezüglich, inshallah ta'ala, werden wir uns ein Buch vornehmen, das heißt Der Glaube an die Engel.
dem ich versucht habe, aus verschiedenen Werken im Arabischen alles Relevante aufzuschreiben und nach Themen zu ordnen und vielleicht auch ab und zu auf etwas hinzuweisen, was eben doch nicht zum Glauben an die Engel gehört, sozusagen ein vermeintlicher Glaube an die Engel ist. Dazu nehmen wir uns bi'idhnillah azza wa jalla dieses Buch, was vielleicht die einen von euch in seiner Hand hat. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Das wird im Projektor also gezeigt. Ich hoffe, dass die Schrift so groß genug ist. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Ich versuche es ein bisschen zu vergrößern. So. Okay. Ich hoffe, dass das jeder jetzt entweder mitlesen kann auf dem Projektor oder das Buch in der Hand hat. Und wir bitten Allah Azza wa Jalla um Segen für diese Sitzung und bitten ihn, um Ikhlas. Möge Allah Azza wa Jalla uns Ikhlas geben, damit wir diese guten Taten bei ihm vorfinden werden an einem Tag, an dem wir diese Taten brauchen werden. Wir beginnen mit dem Vorwort. Unser Bruder Abdurrazzaq, Jazakallahu khairan, liest und Bismillah, tawakkal ala. Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Mit dem Namen Allahs des Gnadenvollen, des Gnädigen. Alles Lob gebührt Allah und seine Segnungen und Gnade seien auf seinen Gesandten, Allah sallallahu alaihi wasallam. Mit Allahs Hilfe wurde nun die Reihe über die sechs Säulen des Glaubens fortgesetzt. Möge Allah dieses Werk annehmen und es zu einer nützlichen Bereicherung für die deutschsprachige islamische Bibliothek machen. Was sind die Engel? Sprachliche Definition im Deutschen und Arabischen. Im Deutschen versteht man unter dem Begriff Engel unter anderem erstens ein als Bote Gottes wirkendes überirdisches Wesen, zweitens ein als Helfer oder Retter wirkendes Wesen, drittens einen harmlosen, unschuldigen Menschen. Das arabische Wort für Engel ist Melek. Also wir sehen, ganz kurz, wir sehen also, dass die, diese Bedeutung, die aus dem Duden stammen, ja, sehr schön übereinstimmen mit dem, was wir auch im Arabischen letztendlich glauben oder wissen. Zumindest die ersten beiden, weil es da um diese Wesen geht, die eben keine Menschen sind. Und bei der dritten Bedeutung, man sagt ja im Deutschen, er ist ein Unschuldsengel. Und, aber auch im Arabischen kann es sein, dass man den Begriff Engel, also auf Arabisch heißt Malak, wir gleich sehen werden, dass man ihn auch benutzt für einen Menschen, um eine bestimmte übereinstimmende Eigenschaft zwischen diesen beiden Geschöpfen herzustellen. Ja, wer kennt da ein schönes Beispiel aus dem edlen Koran, Al-Karim? Bist du, ne? Die Geschichte von Yusuf. Genau, Jazakallah khair. In der Geschichte, in der Surat Yusuf, sagt, da sagen die Frauen, als sie Yusuf sehen und von seiner Schönheit verblüfft sind, sagen sie, ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Das ist gar kein Mensch, das ist nur ein edler Engel. Das bedeutet, dass sie es versteht sich von selbst, dass sie wissen, dass er kein Engel ist, aber es geht darum, dass sie verblüfft sind von seiner Schönheit. Und es hat sich in den Herzen der Menschen manifestiert, dass Engel schöne Wesen sind. Das wissen die Muslime, das wissen die Juden, das wissen die Christen, ja. Und diese Sache war Gegenstand ihrer Aussage. Okay, dann kommen wir zum arabischen Wort. Das arabische Wort. Das arabische Wort für Engel ist Melek, was ursprünglich von Melek stammt. Später wurde es zu Melek. 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 Dieser Begriff ist von Melek und Aluka abgeleitet, was so viel die Botschaft bedeutet. Ein Melek ist also reinsprachlich ein Botschafter. Ja. Ein Melek ist ein Botschafter. Warum? Weil er eine Aluka,
weitergeht. Und sie sind sozusagen auch Rasul, auf Arabisch Rasul, nennt man auch einen Gesandten, richtig? Die Engel sind ebenfalls Rasul, so nennt man sie, also sprachlich gesehen. Insofern kann man sagen, die Engel sind Gesandte. Also sprachlich gesehen, Engel im Arabischen sind Gesandte. Und wie wir hier sehen, das Wort Ma'lak wurde zu Mal'ak nach manchen, also das ist Sprachwissenschaftler. Und dann fiel die Hamza irgendwann weg und dann ist es eben Mal'ak. Und dies, das gleiche Wortwurzel ist auch von anderen Sachen. Also im Arabischen, aus dieser Wortwurzel kann man auch Malaka, das Verb Malaka herleiten, was bedeutet besitzen, ja, gehören. Oder zum Beispiel den Malik. Ja. Malik ist der König. Ja. Insofern, die stellt sich die Frage, wie sollen wir den Engel übersetzen? Ja. Und Engel kann man eben als einen Gesandten übersetzen. Aber dann natürlich haben wir ein bisschen das Problem, weil wir den Begriff Gesandten oder Botschafter eher anderweitig verwenden im Deutschen. Und Engel ist deswegen eine korrekte sprachliche Übersetzung des Wortes Malak. Das ist die sprachliche Definition. Jetzt kommen wir aber zur religiösen Definition. Religiöse Definition und woraus sie erschaffen sind. Per Definitionen sind Engel aus Licht erschaffene Geschöpfe Allahs mit bestimmten Eigenschaften und Aufgaben. Ihre Eigenschaften und Aufgaben werden in den weiteren Kapiteln beschrieben. Dass sie aus Licht erschaffen wurden, wissen wir aufgrund folgender Überlieferung. Ja, ich sage es auf Arabisch erstmal. An Aisha radiallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, khuliqat il malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijin min nar, wa khuliqa Adam mimma wussifa lakum. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Engel wurden aus Licht erschaffen, die Djinn aus einem Flammengemisch und Adam aus dem, was euch im Koran beschrieben wurde. Ja, dieses Flammengemisch, wie wir in der Fußnote unten sehen können, ist ein Gemisch aus gelber, roter und grüner Flamme nach Imam Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala. Dazu kann man sich den Tafsir anschauen, Surat al-Rahman, Vers Nummer 16. Und was Adam angeht, so wurde uns das ja im Koran beschrieben, nämlich aus Erde oder beziehungsweise aus Ton. Und Marijin min Nar, Maraja ist, daher kommt das Wort Gemisch, ja, das Wort Gemisch. Und auch im Koran Karim lesen wir, dass die Djinn erschaffen sind aus einer rauchlosen Feuer, das heißt aus der Flamme des Feuers. Aber das ist nicht Gegenstand unseres Themas. Unser Thema ist der Glaube an die Engel. Das bedeutet? Das bedeutet, dass die Engel eine andere Schöpfung sind als die Djinn und die Menschen und dass keines dieser Geschöpfe von einem anderen abstammt. Diese Tatsache ist wichtig für das Kapitel, ist Iblis ein gefallener Engel? Genau, darüber werden wir später reden, weil das ist ja eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama schon früher gewesen. Ist Iblis ein Engel gewesen oder ist er gar kein Engel gewesen, ja, sondern war schon immer ein Djinn. Weil diese Thematik, die gab es schon früher, die meistens auch unter den Sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Aber dieser Hadith, zum Beispiel, den wir gerade gelesen haben, hilft uns vielleicht das Thema ein bisschen zu erläutern oder zumindest ist richtungsweisend, wofür, also was kann man aus dem Hadith wahrscheinlich entnehmen, stärkt die Ansicht eben, dass Iblis ein... Dass sie nicht voneinander bestimmen. Genau, dass eben die Schöpfung Engel eine andere Schöpfung ist als die Schöpfung der Djinn. Ja? Und egal wie du es drehst, du wirst immer einen Konflikt haben mit bestimmten Versen oder Hadithen, ja? Weil die Problematik, die wir sehen werden, ist ja, dass Allah Azza wa Jal zu den Engeln sagte, werft euch nieder, und dann warfen sich alle nieder, außer Iblis. So heißt es im Koran. Weil diese Problematik hast du immer noch. Du musst es natürlich irgendwie lösen. Weil deswegen sagen wir ganz, neutral, ja, objektiv, dass dieser Hadith ist ein Hinweis darauf, dass er eben kein Engel,
gewesen ist. Weiter. Dass Engel ursprünglich aus Licht erschaffen wurden, bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie immer noch Licht sind. Schließlich bestehen auch Dschinn nicht mehr aus Feuer und Menschen nicht mehr aus Erde. Genau. Es geht nur um den ersten von ihnen, ursprünglich allen. Also Iblis, ja, tamam. Adam, alayhi salatu wasalam, sahih. Engel, der erste Engel vielleicht, ja. Aber das heißt nicht, dass alle anderen immer noch so der Fall sind. Deswegen, manchmal kommt dann so falsche Vorstellungen, wie zum Beispiel in manchen Darstellungen wird so versucht, die Engel darzustellen als ein Licht. Okay? Du stellst den Menschen auch nicht als Erde da. Weißt du? Weiter. Wir wissen auch nicht, um welche Art Licht es sich handelt. Und es ist sinnlos, über etwas Verborgenes zu debattieren, zudem es keine gesicherte Überlieferung gibt. Es wird zwar über Ikrimah tradiert, dass die Engel aus dem Lichte der Überlegenheit Allahs, Izzatullah, erschaffen wurden. Doch bei Aussagen, die nicht auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgeführt werden können, besteht die Gefahr, dass sie aus den Geschichten der Juden und Christen stammen. Also die Gefahr in dem Sinne, dass es eben nicht vom Propheten ist, alayhi salatu wasalam. Und deswegen diese Überlieferungen, die von den Juden und Christen stammen, die können richtig sein, wenn sie nicht widersprechen von dem, was wir sicher kennen. Aber sie können auch falsch sein. Ja? Und das ist, wenn sie dem widersprechen. Nur wenn sie halt weder widersprechen noch übereinstimmen, dann bleibt es halt so, kann sein. Wie ein Hadith, der da'if ist. Ein Hadith, der da'if ist, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht zuschreiben dürfen. Richtig? Aber hat er das gesagt? Hat er den Hadith auf keinen Fall gesprochen? Das weiß nur Allah Azza wa Jalla. Vielleicht, wenn man weiter forscht, findet man eine Antwort darauf. Aber wenn ich erstmal einen Hadith habe vor mir und dieser Hadith ist an sich also nicht authentisch, dann heißt es ja noch nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith nicht gesprochen hat. Kann ja immer noch sein. Ja? Wenn ich weiter forsche, finde ich vielleicht eine zweite Überlieferung, wo er das Gleiche gesagt hat. Und das ist authentisch. Ja? Deswegen muss ich aufpassen. Aber ich darf es ihm, sallallahu alaihi wasallam, eben nicht zuschreiben. Okay, dann die Wichtigkeit des Glaubens an die Engel. Die Wichtigkeit des Glaubens an die Engel. An die Engel zu glauben ist eine Säule unseres Glaubens, ohne dieser unvollkommen ist. Ohne die dieser unvollkommen ist. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Wer Allah, seine Engel, seine Schriften, seine Gesandten und den jüngsten Tag verleugnet, der ist fürwahr weit abgeirrt. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Glauben befragt wurde, antwortete er: Also erstmal beim Vers geht es eben darum, dass die Engel dort erwähnt werden und als zweites direkt. Und der Prophet ﷺ sagte: "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi." Zu glauben bedeutet, dass du an Allah, seine Engel, seine Schriften, seine Gesandten, den letzten Tag und an die Vorherbestimmung glaubst, sowohl an das Gute davon als auch an das Schlechte. Wie man etwas über die Engel erfährt. Die Engel gehören zum verborgenen, unsichtbaren Raib, woran zu glauben die erste Eigenschaft ist, mit der Allah diejenigen beschreibt, die sich vor ihm in Acht nehmen. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die sich vor ihm in Acht nehmenden, die an das Verborgene glauben. Es gibt nur zwei Wege, etwas über das Verborgene zu erfahren. Erstens die Offenbarung, zweitens durch jemanden, der es gesehen hat. Der erste Weg besteht aus dem Koran und der authentischen Sunna, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eingegeben wurde. Zum zweiten Weg gehört das, was uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der mehrmals selbst Engel gesehen hat, davon berichtet, was er sah. Was gehört zum Glauben an die Engel? Bevor darauf in den folgenden Kapiteln ausführlich eingegangen wird, hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Wir glauben erstens an ihre Existenz, obwohl sie für uns Menschen unsichtbar sind. Zweitens, dass sie Allahs Diener sind, ihnen keine Anbetung zusteht und dass sie ohne den Willen Allahs nichts bewirken können.
Ganz kurz zum ersten Punkt, wir glauben an ihre Existenz, obwohl sie für uns als Menschen unsichtbar sind. Und das zeigt die hohe Stellung eines gläubigen Menschen. Die hohe Stellung eines gläubigen Menschen. Denn Allah Azza wa Jal hat die Muttaqin, das heißt die Achtsamen von Allah Azza wa Jal, als Menschen bezeichnet, die an das Verborgene glauben. Das ist die erste Eigenschaft, die er über sie erwähnt hat. Die erste Eigenschaft über Menschen. Was ist ein Muttaqi? Ein Muttaqi ist jemand, der sich vor Allah in Acht nimmt. Wie nimmt er sich vor Allah in Acht? Indem er die Sünden vermeidet und das Gute tut. Und genau dieser Mensch, die wesentliche Eigenschaft, was hat ihn dazu gebracht, beziehungsweise ist was? Sein Glaube an Al-Ghaib. Ja, und das sehen wir, das ist der Auslöser, warum er Gutes tut und warum er Schlechtes unterlässt. Das ist dieser Hinweis in diesem Vers ist von großer Bedeutung. Das zeigt, dass ein Mensch erst dann gut sein kann bei Allah tabaraka ta'ala, wenn er tatsächlich auch an ihn glaubt, Azza wa Jal. Weil manche Menschen denken, dass sie durch ihre Logik bestimmen können, was vernünftig ist, was richtig ist und was falsch ist. Aber das ist nicht der Fall. In Wirklichkeit ist es der Glaube an das Verborgene. Und zu diesem Verborgenen gehören ebenfalls die Engel. Dann zweitens, dass sie keine Diener sind. Das heißt, ihnen steht auch, Entschuldigung, dass sie Diener Allahs sind. Und dass ihnen also die Anbetung nicht zusteht. Weil das ist eine Sache, viele Menschen verfallen sind, ja, heutzutage, die übertreiben im Glauben an die Engel. Das findet man bei Christen findet man das und auch bei Muslimen findet man diese Sache leider. Und dann findet man Menschen, für die ist der Glaube an die Engel eigentlich nur so eine Sache, eine theoretische Angelegenheit. Er weiß, dass es sie gibt und sonst hat er mit denen eigentlich nicht viel zu tun. Ja, so wie die Djinn hat mit denen nichts zu tun. Aber das soll nicht der Fall sein. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem Glauben an die Djinn. Allah hat das nicht zu einer Säule der Religion gemacht. Natürlich kommt es im Koran vor und so, das will ich nicht kleinreden. Aber es hat schon einen Grund, warum diese sechs Säulen da im Vordergrund stehen. Zum Glauben an die Engel gehört drittens an ihre hohe Stellung bei Allah, dass sie unterschiedliche Rangstufen einnehmen. Fünftens, so an sie, dass wir sie lieben und verteidigen. Sechstens, an die über sie überlieferten Eigenschaften. Na. Sie lieben verteidigen, hört sich vielleicht komisch an, aber der eine oder andere Engel wurde schon beleidigt und ihm wurden schlimme Dinge vorgeworfen, sodass wir tatsächlich sie verteidigen und auch uns von Allah erbitten, dass sie uns auch verteidigen. Da jetzt in dem folgenden Kapitel, also wir haben ja hier, wenn wir uns kurz Inhaltsverzeichnis anschauen, wir haben hier erstmal die Eigenschaften der Engel im Allgemeinen, eingeteilt in die Wesenseigenschaften, in die Charaktereigenschaften, in ihre Fähigkeiten und so weiter. Und dann haben wir, möchten wir über spezielle Engel sprechen, und zwar über solche, die namentlich im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt worden sind. Und dann über ihre Beziehung zu Allah, tabaraka wa ta'ala. Dann die Beziehung zwischen den Engeln und den Menschen, was für uns von großer Bedeutung ist. Da steht auch da relativ viel. Und dann als siebtes Kapitel haben wir diese beiden Geschöpfe, die uns ähnlich vorkommen, ja, weil die beide aus Materien geschaffen sind, die die sich von der Erde deutlich unterscheiden, ja, also von Ton und Erde deutlich unterscheiden, geisterhafte Wesen sind. Deswegen, was ist die Beziehung zwischen den Djinn und den Engeln? Unterschiede und Ähnlichkeiten. Und dann haben wir die Aufgaben der Engel. Die Aufgaben der Engel, über die uns Allah Azza wa Jal sehr vieles erzählt im edlen Koran al-Karim. Und da möchten wir gerne viele Verse verinnerlichen, inshallah ta'ala. Zunächst einmal allgemeine Eigenschaften, das heißt Eigenschaften, die auf alle Engel zutreffen, nicht auf spezielle von ihnen. Bismillah.
Eigenschaften der Engel im Allgemeinen, Wesenseigenschaften, wann wurden sie erschaffen? Niemand außer Allah weiß, wann sie erschaffen wurden, aber sicherlich vor dem ersten Menschen, Adam a.s. Es gibt Hinweise, dass sie auch vor den Dschinn erschaffen wurden, wie die bereits erwähnte Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und andere Aussagen. Okay, also bei Al-Ghaib bleiben wir bei dem, was uns überliefert ist und klar. Aber dass sie vor Adam erschaffen sind, woher wissen wir, dass die Engel vor den Menschen erschaffen worden sind? Nehmen wir mal hin. Ja. Weil es hieß, wollt ihr wieder ein Volk erschaffen, das Blut auf der Erde vergießen? Genau. Weil Allah Azza wa Jalla in Surat Al-Baqarah hat er den Engeln gesagt, dass er auf der Erde einen Khalifa einsetzen will. Und das ist der. طيب, und was mit den Djinn? Und wer war zuerst, Djinn oder die Engel? Also, wer, ja? Die Engel waren als erstes. Warum? Weil sie verliefen. Welche? Dass die Engel mit, glaube ich, erschaffen wurden. Und das waren die Djinn und dann die Menschen. Sagt der Hadith das so? Okay, hier haben wir den Hadith. Da heißt es, die Engel wurden aus Licht erschaffen, die Djinn aus einem Flammengewisch und Adam aus dem, was euch beschrieben wurde. Das ist eine Auflistung, aber keine Reihenfolge. Also es ist keine chronologische Reihenfolge der Erschaffung. Es ist eine Auflistung. Diese Reihenfolge könnte gleichzeitig auch die Auflistung chronologisch sein, weil eben die Engel vor den Menschen hier stehen. Und diese Reihenfolge stimmt, also das wird nicht von ungefähr kommen, aber er kann auch andere Gründe haben. Also Seite 19 mit dem Fuß in der Fußsohle steht das? Was steht da? Allah schuf die Engel am Mittwoch, die Djinn am Donnerstag und Adam a.s. am Freitag. Genau. Und du weißt es, diese Überlieferung geht zurück auf den Tabi'i, Rabi' ibn Anas. Ja. Und die Frage ist halt, inwiefern wir diese Aussage dann so annehmen können. Ja. Also wenn das jetzt eine Aussage des Propheten wäre, wäre das kein Thema. Aber auch schon bei den Sahaba stellt sich auch die Frage, woher haben sie das her? Ja? Wenn sie das herhaben vom Propheten, also wenn es eine Überlieferung über Al-Ghaib ist, von einem Sahabi, den er nur vom Propheten hätte wissen können, dann ist es gesichertes. Oder wenn er es höchstwahrscheinlich vom Propheten erfahren hat, ist es gesichert. Aber wenn er es auch hätte erfahren können, von zum Beispiel, wie manche Überlieferungen, beriefert ein Sahabi über Ka'b al-Ahbar. Das ist ein Gläubiger, aber er ist ein Israelit, ein Gelehrter der Kinder Israels gewesen und berichtet über das, was er gelernt hat, auch teilweise. Und er schreibt es auch nicht dem Propheten zu, alayhi salatu wasalam. Tamam? Von dieser Wahrscheinlichkeit manchmal besteht. Und beim Tabi'i ist die Wahrscheinlichkeit dann noch größer. Deswegen sagen wir hier diese Überlieferung, man irgendwo muss er sie herhaben. Er wird sie nicht aus dem Ärmel gekrempelt haben. Aber die Frage ist eben, woher? Woher? Und da es uns nämlich mitgeteilt hat, können wir einfach nichts dazu sagen, außer dass diese Überlieferung von der Reihenfolge übereinstimmt mit dem Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagen wir, Allahu a'lam. Weiter. Die Größe von Engeln. Über die Größe gibt es ein paar Hadithe, die sich allerdings auf bestimmte Engel beziehen, weshalb sich diesbezüglich keine Schlussfolgerung auf die Engel im Allgemeinen ziehen lässt. Die Hadithe mit Beschreibungen ganz bestimmter Engel werden dort erwähnt, wo diese behandelt werden. Allerdings weisen die unterschiedliche Anzahl an Flügeln, die verschiedenen Aufgaben und die Hervorhebung der Größe mancher Engel, beispielsweise der Thronträger, auf deutliche Unterschiede hin.
Ja. Der folgende Hadith wurde von manchen Gelehrten als authentisch eingestuft, von anderen nicht. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبيه وهو يقول سبحانك أين كنت وأين تكون. Mir wurde erlaubt, Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Mir wurde erlaubt, euch über einen Engel zu erzählen. Seine Beine durchdringen die siebte Erde. Der Thron ist auf seiner Schulter und er spricht: Gepriesen seist du, wo auch immer du warst und bist. In einer anderen Überlieferung sagt der Engel: Nein, muss ich kurz warten. Das ist besser. In einer anderen Überlieferung sagt der Engel: Subhanaka ma a'zamaka Rabbana. فرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. Gepriesen seist du, wie gewaltig du nur bist, unser Herr. Da antwortet er ihm: Jemand, der bei mir schwört und lügt, hat davon keine Kenntnis. Jemand, der bei mir schwört und dabei lügt, hat davon keine Kenntnis. Ja, deswegen jemand, der bei Allah Azza wa Jalla schwört und seinen Herrn Subhanahu wa Ta'ala nicht wertschätzt, so wie es seiner gebührt, der verdient es nicht anders, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür bestraft. Deswegen soll man aufpassen, wenn man schwört, und nur schwören, wenn man sich sicher ist, dass man die Wahrheit sagt. Tayyib. Aber diese Hadithe, sie sprechen oder sie reden von der Größe von manchen Engeln, aber das bedeutet nicht, dass alle Engel diese Größe einnehmen, logischerweise. Die Schönheit der Engel. Im Koran erzählt uns Allah die Geschichte des Propheten Yusuf alaihi salam. Da steht Josef. Josef alaihi salam, der bekanntlich von außergewöhnlicher Schönheit war. Daran heißt es: Lies auf Deutsch, sorry. Als sie die Frauen des Herrschers nun von ihren Ränken der Frauen, die schlecht über sie sprachen, hörte, sandte sie zu ihnen und bereitete ihnen ein Gastmahl. Sie gab einer jeden von ihnen ein Messer und sagte zu Josef: Komm zu ihnen heraus. Als sie ihn sahen, fanden sie ihn großartig und sie zerschnitten sich ihre Hände und sagten: Allah behüte, das ist kein Mensch, das kann nur ein edler Engel sein. Angesichts seiner unfassbaren Schönheit vergaßen die Frauen vor lauter Verblüffung sich selbst und schnitten sich in ihrer Verwirrung in die Hände. Dass sie ihn mit einem Engel verglichen, weist darauf hin, dass den Menschen schon immer klar war, dass die Schönheit eine Eigenschaft der Engel ist. Der Engel Gabriel a.s. sticht diesbezüglich besonders hervor. Wie viele Flügel haben Engel? Diese Frage beantwortet Allah so: Alles Lob gehört Allah, dem Erschaffer der Himmel und der Erde, der die Engel zu Gesandten gemacht hat mit Flügeln, je zwei, drei und vier. Er fügt der Schöpfung hinzu, was er will, gewiss Allah zu allem die Macht. Aus diesem Vers kann geschlussfolgert werden, dass Engel mindestens zwei Flügel haben. Allerdings sagt er nichts über die Höchstzahl aus, da Allah der Schöpfung ja hinzufügt, was er will. So gab er, gepriesen sei er, dem Engel Gabriel 600 Flügel. Gesicht und Augen. Der folgende Hadith gibt uns Anhaltspunkte. Abu Hurairah radiallahu anhu sagte: Der Engel des Todes wurde zu Moses geschickt. Als er zu ihm kam, schlug dieser ihm ins Gesicht. Und so kehrte er zu seinem Herrn zurück und sagte: Dieser ist Musa, ihm, dem Engel.
Du hast mich zu einem Diener geschickt, der nicht sterben will. Allah gab ihm daraufhin sein Auge zurück und sagte, kehr zurück und sag ihm, er soll seine Hand auf den Rücken eines Stiers legen und für jedes Haar, das seine Hand bedeckt, erhält er ein Jahr. Moses fragte, und was ist dann Herr? Er antwortete, dann kommt der Tod. Da sagte er, dann jetzt. Und bat Allah, ihn in die Nähe des Heiligen Landes zu bringen, einen Steinwurf von diesem entfernt. Abu Huraira berichtet, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wäre ich dort, so würde ich euch sein Grab neben dem Weg zeigen, bei dem roten Sandhügel. Na, also weist darauf hin, dass niemand weiß, wo Musa a.s. konkret begraben ist, weil der Prophet ihn nicht gezeigt hat. Richtig? Auf jeden Fall aus diesem Hadith entnehmen wir das, was wir zeigen wollten, nämlich, dass Engel Gesichter haben und Augen haben. Diese Erzählung, da sie authentisch überliefert worden ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Sahih al-Bukhari, wie ihr sehen könnt, glauben wir daran, dass es so ist, wie es da geschrieben steht. Weil manche Leute sagen, wie kann es sein, dass Musa alaihi wasallam so etwas gemacht hat? Weil die Erklärungen, es gibt immer dafür Erklärungen, aber du sollst dafür lernen, du musst erstmal lernen, dieser Hadith steht in Sahih al-Bukhari, das heißt, er ist authentisch, nimmst du ihn an, fertig. Hinterher überlegst du, wie kann das sein, warum, weiß nicht was, ja. Manche Ulama sagen, dass Musa gar nicht wusste, dass das ein Engel ist. Ja? Und Musa war kräftig, wie wir wissen, hat ja aus Versehen auch einen Menschen in Medien getötet, wie es im Koran Surat al-Qasas heißt. Insofern, diese Sache ist eine Sache, die überliefert ist, so wie sie ist. Und deswegen glauben wir daran, so wie sie dort geschrieben steht. Und wir verwerfen nicht Hadithe, nur weil sie uns nicht in den Kragen passen oder weil sie uns komisch vorkommen oder ähnliches. Weil das ist niemals die Vorgehensweise bei der Akzeptanz oder bei der Ablehnung von Überlieferungen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ein Merkmal der Ahl Sunnah wal Jama'a. Wie dem auch sei, dieser Hadith zeigt auch die Macht Allahs azza wa jal, wie er jemandem, wenn er sein Auge verloren hat, es ihm mit nur sei und dann ist es zurückgeben kann. Und Musa alaihi wasallam wollte nicht sterben, so wie jeder Mensch nicht sterben will. Und deswegen heißt es nicht, dass es ist das kein Mangel an seinem Glauben, sondern wir lernen von ihm, wir lernen von seiner Reaktion. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu ihm, leg die Hand auf den Fell eines, auf den Rücken eines Stieres und guck mal das Fell, wie viele Härchen hat das Fell. Wenn jedes Härchen, das du berührst, dafür bekommst du ein Jahr Lebenszeit mehr. Das werden tausende von Jahren sein, die er da mit einmal so streift. Und sagt Musa, ja okay, und was ist nach diesen paar tausend? Sagt er, dann musst du auch sterben. Das heißt, dieser Zeitpunkt, irgendwann wird er sowieso kommen. Jetzt oder später. Akzeptiere ihn jetzt und sag, es ist erledigt. Ja? Weil sowieso das, was kommen wird später, ist für dich besser als die Strapazen in diesem Leben. Das Leben ist anstrengend und schwierig und man hungert manchmal, man ist krank manchmal. Okay, der Tod ist unangenehm, der Tod ist anstrengend, aber er ist eben von kurzer Dauer im Vergleich zu dem, was einem danach erwartet. Und deswegen, Musa a.s., wir wissen, hat er Jerusalem nicht mehr einnehmen können, weil ihn der Tod ereilt hat. Und wie es dann heißt in der Geschichte, hat dann sein Diener, wurde zum Propheten ernannt, Joshua a.s., auf Deutsch Joshua, und sie haben dann Jerusalem befreit. Okay, weiter. Allerdings geht es bei dieser Begebenheit wohl eher darum, dass Allah Moses a.s. auf die Probe stellen wollte, indem er den Todesengel in Gestalt eines Menschen zu ihm sandte. Die Augen der Engel werden aber auch im Hadith von Munkar und Nakir überliefert. Ja, also sollte jemand sagen, das ist nicht die wahre Gestalt der Engel in diesem Hadith, nicht die wahre Gestalt, sondern sie kam die Gestalt als eines Menschen, deswegen hat er Augen. Das stimmt. Was heißt das stimmt? Also wenn diese Wahrscheinlichkeit zutrifft, dann ist dieser Hadith kein guter Hinweis,
auf das, was gezeigt werden sollte. Ja. Aber wir haben auch andere Überlieferungen und wie dieser Hadith von Munkar und Nakir, das noch kommen wird, inshallah. Munkar und Nakir sind die beiden Engel des Grabes, aber darüber reden wir dann gesondert. Hände, dass die Engel über Hände verfügen, wird im Koran bestätigt. Und wenn du sehen würdest, wie sich die Ungerechten in den Fluten des Todes befinden und die Engel ihre Hände ausstrecken, gebt eure Seelen heraus. Und ebenso in der Sunna, Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte, als man mit dem Propheten Allah sallallahu alaihi wasallam in das Paradies hinaufstieg oder so ähnlich, wurde ihm ein Fluss gezeigt, dessen beide Ufer aus geschliffenen Edelsteinen sind. Der Engel, der bei ihm war, schlug dann einmal mit seiner Hand und holte Moschus hervor. Da fragte Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Engel, der bei ihm war, was ist das? Er sagte, das ist Al-Kawthar, den Allah azza wa jal dir gegeben hat. Aywa. Weil der Engel schlug einmal mit seiner Hand und holte Moschus hervor. Was ist Moschus? Ja, ja, so. Ja, also ist auf jeden Fall gemeint ist hier, dass er offensichtlich auf den Grund des Flusses seine Hand einmal darauf geschlagen hat und etwas von der Erde genommen hat. Und der Moschus, aus dem man eben Parfüm macht, ja, der ist erdartig. Das ist in seiner ursprünglichen Form wie braune, schwarze Erde. Und das ist ein Vorgeschmack dessen, was in Jannah geht, weil Moschus gilt als der König aller Düfte in diesem Leben und ist auch dementsprechend teuer und selten. Ja. Wird aus dem Moschushirschen gewonnen, aus einer Drüse, wie gesagt, aus einer Drüse, Bauchdrüse des Moschushirschen. Drei. Herz, dem folgenden Vers ist zu entnehmen, dass Engel ein Herz haben. Wenn dann der Schrecken von ihren Herzen genommen ist, sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen die Wahrheit und er ist der Erhabene, der Große. Ja, das ist im Koran al-Karim, deutlicher Hinweis darauf. Sind sie männlich oder weiblich? Engel werden weder als männlich noch als weiblich bezeichnet, da dies nicht überliefert wurde. Vielmehr nahm es Allah den damaligen Götzen deren Übel, dass sie behaupteten, sie seien weiblich. Und sie machen die Engel, die sie ja Diener des Gnadenvollen sind, zu weiblichen Wesen. Waren sie dann Zeugen ihrer Erschaffung? Ihr Zeugnis wird aufgeschrieben und sie werden befragt werden. Heiraten Engel und haben sie Nachwuchs? Engel heiraten nicht und pflanzen sich auch nicht fort. Darüber wird Einigkeit überliefert. Ar-Razi, rahimahullah, sagte, die Gelehrten sind sich darüber einig, dass die Engel weder essen, noch trinken, noch heiraten. Das ist eine Seltenheit, dass es eine Übereinkunft gibt, die, zu der wir keinen Koranvers kennen oder zu der wir kein Hadith kennen. Vielleicht kennen wir, Allahu A'lam, aber das ist mir in den Recherchen nicht über den Weg gelaufen. Weil normalerweise, wenn wir ein Ijma' haben in irgendeiner Angelegenheit der Religion, dann ist es meistens so, weil es da so viele Texte gibt im Koran oder in der Sunna des Propheten, sallam, dass man es nicht mehr wegdenken kann. Also unmöglich. Aber dass etwas fast nicht überliefert ist, dann vielleicht eher die Tatsache, dass es nicht überliefert worden ist. Ja, weil die Tatsache, dass wir keine Hadithe kennen, die den Engel essen oder trinken oder heiraten, das zeigt das, oder das weist darauf hin. Wallahu a'lam. Essen und trinken? Essen und trinken. Auch hierüber herrscht Einigkeit. Engel essen und trinken nicht. Nichts dergleichen wurde überliefert. Der Koran selbst weist darauf hin, im Bericht über Abraham a.s., als er seine Besucher bewirtete und sie sich weigerten zu essen. Genau, da heißt es, ist zu dir die Geschichte von den geehrten Gästen Abrahams gekommen, als sie die Engel in Gestalt von Männern, bei ihm eintraten und sagten, Frieden, er sagte, Friede, fremde Leute. Oder er sagte, Friede, und wie es ein Tafsir heißt, und dachte bei sich, das sind aber fremde Leute, die kenne ich gar nicht. Er schlich sich zu seinen Angehörigen und machte
und brachte zum Essen dann ein ansehnliches Kalb. Er setzte es ihnen vor, er sagte, wollt ihr nicht essen? Das heißt, er setzte es ihnen vor, sie weigerten sich zu essen, beziehungsweise sie griffen nicht danach. Er empfand in sich Furcht vor ihnen, sie sagten, fürchte dich nicht, und sie verkündeten ihm einen kenntnisreichen Jungen. Und dieser Hadith, diese Ayah, wie auch in Surat Hud, weisen deutlich darauf hin, dass Engel nicht essen. Charaktereigenschaften. Sie sind edel, gütig, rein und vertrauenswürdig. Engel sind edle, gütige Wesen und sie werden im folgenden Vers als Entsandte bezeichnet, weil sie von Gott mit bestimmten Aufgaben entsandt wurden. Er steht auf in Ehren gehaltenen Blättern, erhöhten und rein gehaltenen durch die Hände von entsandten, edlen, gütigen. Dieser Vers setzt uns auch in Kenntnis über ihre Reinheit und Vertrauenswürdigkeit. Und so heißt es an anderer Stelle: Das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran in einem wohl verwahrten Buch, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind. Schamhaftigkeit. Als die Unterschenkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal entblößt waren, traten nacheinander Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma ein, ohne dass er sallallahu alaihi wasallam sie bedeckte. Dies tat er erst, als Uthman radiallahu anhu eintrat. Als Aisha radiallahu anha ihn sallallahu alaihi wasallam danach fragte, sagte er sallallahu alaihi wasallam: Sollte ich mich etwa nicht vor einem Mann schämen, vor dem sich die Engel schämen? Jazakallah khair. Ich würde sagen, wir haben hier den Unterrichtsplan von 10 bis 11, haben wir eine kurze Pause. Nehmen wir uns auch, inshallah, damit die Aufmerksamkeit steigt. Bewegt euch, vielleicht mal ein bisschen lüften hier. Und dann sehen wir uns, inshallah, in 10 Minuten wieder. Barakallah fikum, Jazakallah khair.